Ich weiß nicht, ich glaube, wir machen das jetzt ab jetzt immer. Weil es einfach so gottsfüßig ist, Alter. Hat jetzt schon zweimal so gut geklappt, deswegen. Einfach. Ja! Einfach. Ja! Ich weiß nicht. Aber. Ja, das Mikrofon muss nur noch ein bisschen mehr übersteuern. Sonst lohnt sich das gar nicht. Dieses Level ist auch sehr. Sehr. Wie beschreibe ich das am besten, damit es schon sehr, sehr beleidigend ist, aber ohne dass es ein Ausdruck ist. Also hat sehr das Potenzial, dass ich dieses Spiel dann einfach nur aus dem Fenster schmeiße. So, dafür hat das Level sehr großes Potenzial, das heraufzubeschwören. Und ja, sonst ist das Level ganz nett. Aber ihr werdet es schon gleich sehen, warum. Ja, aber die ersten versteckten Kisten sind auf jeden Fall. Hier links müsst ihr runter. Da sind, glaube ich, zwei gewesen. Müsst ihr ordentlich da alles durchschlagen. Und gucken, ob da wirklich sein wird. Evil Within müssen wir eigentlich auch noch zocken. Ich mag eigentlich so Resident Evil Spiele. Resident Evil 7? Das bringt nichts. Die Streams auf YouTube guckt ja eh fast keiner. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt, Alter, so einen Resident Evil 4 Stream zu machen. Ich weiß nicht. Irgendwie müssen. Wir müssen das irgendwie. Ich weiß nicht. Wir brauchen einen neuen Plan. Neuen Plan. Müssen auf jeden Fall das noch hinbekommen, dass wir Resident Evil 7 zocken. Aber dass es auch was bringt. Wisst ihr, wie ich meine? Wir machen das ja hier nicht zum Spaß. Wir machen das ja hier wegen den Eumels. Wegen den, ihr wisst schon, den Melonen. Den saftigen Melonen. Die Kürbisse. Die Melons. Ihr wisst schon, was ich meine, Alter. Die Milchkannen. Die Milchkannen. Deswegen machen wir das. Nicht Pfirsiche. Melonen, Alter. Melonen. Deswegen machen wir das. Gibt es eigentlich bei diesen ganzen Video-Days, kriegen die da eigentlich ein paar. Kriegen die dann immer so ein paar Melonen, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Könnte sein. Dead Space 3, ah ne, habe ich schon durchgespielt. Aber können wir trotzdem nochmal spielen. Mit Strins. Kennt ihr Strins and Punk? Wahrscheinlich nicht. Egal. Strins and Punk. Ehrenmänner. Ehrenmänner. Haben zwar nur 5000 Abos, aber irgendwie haben die 10 Millionen Klicks insgesamt, aber nur 5000 Abos. Ich verstehe es auch nicht. Oder warte, nee, der hatte richtig viele Klicks. Hatte der vielleicht sogar 150 Millionen Klicks? Nein. So viel hatte Mois. Wie, ich gehe mal kurz gucken auf Strin sein Kanal. Auf Strin sein Kanal. Da ist wieder was hochgeladen. The Elder Scrolls 4 Oblivion Blind. Strin, oh boy. So, es guckt doch keiner. Was machst du denn? Okay, 10,6 Millionen Klicks hat der Strins. Also Strince. Strins. Oh, gottsfüßiger Name. Nicht gottsfüß. Gottsfüß. Oh, mein Nacken tut sich so weh von so auf dem Bildschirm gucken. Ich verstehe nicht. Warum? Ich bin noch gerade hier. So zurückgelehnt am Chillen. Jedenfalls müsst ihr da noch Stein holen. Ja.
Crash! Was es hier wohl für einheimische Köstlichkeiten gibt? Hoffentlich was. Wir sind noch nicht mal. Okay, noch ein Video und dann geht's los. Noch ein Video nach Vertonen. Und dann geht's ab in Discord. Von wem? Natürlich Open Mind, Alter. Ich hab euch doch tausendmal gesagt. Open Mind Discord Server. Ab 18 aber, ne? Also bitte, bitte keine Minderjährigen in den Discord Server von Open Mind. Mein Server ist für alle free. Aber bitte nicht in den Open Mind Server, wenn ihr unter 18 seid. Das geht nicht. Das geht nicht. Da gibt es auch so eine kleine Ausweisprüfung. Und deswegen kommt ihr da sowieso nicht rein. Aber komm, etwas muss ich euch mitteilen, auf jeden Fall. Mann. Ich kann es ja euch wenigstens ans Mikrofon halten, wisst ihr, wie ich bin. Einer von der Leibgarde. Einer der höherrangigen Krieger. Magier Level 50 nennt man. Weiß ihn auch. Oder auch einfach. Kennt ihr bei Elysium da diese fetten Viecher? Ich meine bei dem alten Elysium-Film, nicht bei dem. Nicht bei dem neuen Elysium, bei dem alten Elysium. Da gab's solche fetten Exoskelette. Rohlinge aus Assassin's Creed, aus dem zweiten Teil. Päpstliche Garde. Einer von den Boys war das. Einer von den Boys. Hier geht es nur um die Games, Leute. Aber nicht ums Day Game, nicht ums Night Game, aber es geht hier um die Games. No Pickup hier, no Pickup. Es geht hier um die Games. Ach, das ist schon zu Ende, Alter. Was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht hier? Okay, jedenfalls fertig.